den mit allen Wassern gewaschenen Computerspezialisten, alles über eine Leiche, die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, und um die Frage, ob er sich von dem Mordverdacht befreien kann, unter den ihn Kommissar Frenznik noch immer stellt. Dabei werden seine Beziehungen zu Vandenberg, dem Chef der Verbrecherorganisation, immer enger und gefährlicher. Sehen Sie also heute den zweiten Teil von Bastard. Zu Beginn gibt Ihnen eine kurze Zusammenfassung den Überblick über den Inhalt der ersten Folge. Paul David lebt, versorgt von seiner spanischen Haushälterin Teresa, auf einer Baleareninsel. Er entwickelt Computerspiele und verkauft sie nach Deutschland. Dieser Handel läuft über Pauls Freund Felix Dennison, der regelmäßig einen Mann auf die Insel schickt, um neue Spieldisketten abzuholen und Paul dafür zu bezahlen. Dieser Mann wird ermordet. Die Polizei findet Pauls Adresse bei dem Toten und Kommissar Frenznik ist davon überzeugt, Paul David ist der Mörder. Obwohl Felix Dennison seinen Freund am Telefon eindringlich davor warnt, kommt Paul zurück nach Deutschland. Noch am Flughafen wird er von Frenznik festgenommen. Paul weiß, dass er sich nur mit Dennisons Hilfe von dem Mordverdacht befreien kann. Doch Dennison ist verschwunden. Wie Paul ist Dennison Computerspezialist und genialer Hacker. Er kann sich in fremde Datennetze einschleichen, gespeicherte Informationen abrufen oder sie verändern. Auf diese Weise hat Dennison jeden Hinweis auf seine Existenz gelöscht. Beim Einwohnermeldeamt, bei allen Stellen, die Aufzeichnungen über ihn führten. Paul bittet Lisa, die Freundin Dennisons, um Hilfe. Sie arrangiert ein Treffen der beiden Männer, bei dem sich herausstellt, dass Dennison bei einem seiner Hackerstreifzüge durch fremde Dateien in das Informationsnetz eines internationalen Verbrechersyndikats geraten ist. Dennison hat seine Entdeckung skrupellos genutzt und ist in diese Organisation eingestiegen. Sein regelmäßiger Kontakt mit Paul, seine Geldzahlungen an ihn, machen Vandenberg misstrauisch. Ein Sprengstoffanschlag, der Paul gilt, verletzt Dennison schwer. Er ist nicht mehr in der Lage, Paul das Passwort zum Datennetz der Verbrecher zu sagen und stirbt. In seiner zerstörten Wohnung findet Paul Dennisons Hund, einen kleinen Bastard. Und mit Theresas Hilfe stößt er auf das Codewort zu Vandenbergs Organisation, Bastard. Kommissar Frenznik kann nichts mit Pauls Erklärungen über Disketten, Computer, Bits und Bouts anfangen und schaltet den Computerspezialisten des Landeskriminalamts Mooshake ein. Mooshake glaubt an Pauls Unschuld, aber welche Rolle spielt Lisa? War sie nur die Geliebte des toten Dennison oder gehört auch sie zur Führung des Syndikats? Mann! Mooshake, wir sind draußen! Was haben Sie? Was ist los? Wir sind draußen. Ja, das beweist doch, dass wir auf der richtigen Spur sind. Ja, aber das ist doch alles. Ich glaube, da war ein Gedankenfehler. Wir waren zu schnell, Paul, und Sie haben uns ertappt dabei. Ich kann Frenznik verstehen, warum er so wütend ist. Wir müssen von vorn anfangen. Worauf warten wir? Wie hoch sind die Chancen, wieder reinzukommen? Ich schätze 1 zu 1 Million. Ich schaff das. Wetten? Irgendwie schaffe ich das. Disculpe me, señor. Una persona. Die Zeit, wer? Er ist ein Mann. Er sagte, muy importante. Er sagte, er muss dich sehen. Er wartet im Treppenhaus. Hat er gesagt, wie er heißt? Señor hat gesagt, er heißt Dennison. Dennison? Sí, señor. Dennison. Theresa, Sie müssen sich verhört haben. Ich habe zweimal gefragt, Senor. Er hat gesagt, er heißt Dennison. Vielleicht eine Falle. Bleiben Sie hier.
Bitte. In der Beschreibung meines Sohnes sehen Sie anders aus. Ich bin nicht Paul David. Was wollen Sie von ihm? Ich bin Hermann Denzen, der Vater von Felix. Felix hat viel von Ihnen erzählt. Er war nie sehr gesprächig, wenn es um seine Bekanntschaften ging. Sie sind die Ausnahme, Herr David. Er hat immer gesagt, Sie könnten sein Bruder sein. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich gleich zur Sache kommen. Nach dem Tod meines Sohnes haben Sie sich rührend um das Tier gekümmert. Ach so. Ja, ja. Ich hoffe, Sie haben sich nicht allzu sehr aneinander gewöhnt in den paar Wochen. Sie wollen ihn also mitnehmen? Nun, Felix war mein einziger Sohn. Und der Hund, wie soll ich Ihnen das sagen, ohne dass es trivial klingt, er ist eine sehr lebendige Erinnerung. Eso es bueno. Otro. ¿Quieres otro? Der klugste Hund, ich kenne. Versteht sogar Spanisch. Teresa, Sie werden jetzt den Mantel anziehen, den Hund an die Leine nehmen und so tun, als ob Sie ihn ausführen. Unten wartet der Mann, der mich eben besucht hat. Dieser Dennison? Ja, er wird sich ab jetzt um Diddle kümmern. Momentito, Senor. Bin ich nicht gut genug? Habe ich ihn schlecht behandelt? Bitte tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. No entiendo los alemanes. Los alemanes son horribles. No como nosotros. En España tenemos los perros. Bien, los vamos, querido mío. Ich glaube dem Alten kein Wort. Woher wissen wir eigentlich, dass er der Vater ist? Hallo? Felix? Hallo, ich verstehe dich kaum. Felix? Ja, wie geht es dir? Ja, seine Zelle. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Es schießt in Strömen, aber fahr gleich ab. Mach dir keine Gedanken, Felix, sieht fast schon auf. Daten auf unserem Terminal. Dennison Felix, akutes Schädeltrauma, Nekrose, Pneumoplexi, Herzstillstand am 19.01. Der Befund stammt von Ihnen? Der neurologische, ja. Und der Totenschein? Auch. Ich war ja Stationsarzt. Was ist mit der Leiche passiert? Gerichtsmedizin? Dazu bestand kein Grund. Abgabe an die Bestattungsbehörden. Wenn ich wissen will, wie viele Todesfälle es in der Zeit vom 13. bis 21. gegeben hat, wo muss ich da drücken? EX und Future. Insgesamt 6. Nummer 3, Felix Dennison. Nummer 6, NN. Einer von unseren No-Names. Selbstmörder ohne Identität. Er war schon tot, als er hier ankam. Und wenn ich nun frage, wo die 6 Leichen geblieben sind, weiß er da auch eine Antwort? Sicher? 2, 3, 4, 5.
6 Leichen und nur 5 davon ausgeliefert? Liegt das an der Buchhaltung oder haben Sie noch eine Leiche im... Verzeihen Sie. Sie kennen doch Computer. Garbage in, garbage out. Wenn Mist programmiert wird, kommt Mist raus. Klar. Hätte ich fast vergessen. Das ist nicht ganz mein Metier, Paul. Ich bin Sachverständiger für Computerkriminalität. Nicht für Leichentransporte. Also nichts. Sie müssen mir etwas versprechen, Paul. Dass Sie sich raushalten. Das Ding ist zu groß für Sie. Stimmt meine Vermutung, ja oder nein? Der Terminal schreibt eine Leiche zu wenig. Ich bin hier, Paul. Hallo, Paul. Komm doch rein. Da stehen Getränke, schenk dir was ein. Und sag bitte nicht, wie leid dir das alles tut.
Ich will auch nicht, dass du fragst, wie es mir geht. Ich will überhaupt keine Fragen. Ich trinke Wasser. Danke, dass du mir den Hund gebracht hast. Du arbeitest mit Verbrechern, Felix. Wir haben ausgemacht, dass du keine Fragen stellst. Das war keine Frage. Na schön, damit deine Empörung besser funktioniert. Ja. Es war sogar mehr als das. Ich habe das System aufgebaut. Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich habe an der Schaltstation gesessen. Jetzt hast du deine Quittung dafür, wirst du sagen. Hm? Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Sie kennen meine Stimme, Dennis. Wir können zur Sache kommen. Felix! Lass nur, lass. Der Hund würde das Ding nicht anrühren, wenn es nach Sprengstoff riechen würde. Ich weiß, dass Sie ein geheimes zweites Passwort in unser Programm eingebaut haben. Ein Passwort, das nur Sie kennen. Ihre ganz private Hintertür in unser System. Stell ihn ab. Sie glauben, damit haben Sie uns in der Hand, aber Sie täuschen sich. Wie Sie hören, wissen wir, wo wir Sie finden können. Sie übermitteln uns Ihr Passwort gratulieren. Innerhalb von 48 Stunden. Sie brauchen nur hinter dir herzufahren. Was bedeutet das Ultimatum? Habe ich mich eigentlich schon bedankt? Wofür? Für den Hund? Du hast gesehen, ich hab ihn... Das Ultimatum. Was ist mit dem Ultimatum? Was meinst du? Felix! Das Ultimatum, was meint er damit? Das Ultimatum. Als wir unsere Geheimcodes gebastelt haben, du erinnerst dich, zu jedem Programm ein Passwort. Passwort, ja. Ich hab alle Programme geschrieben für das Syndikat. Jetzt darfst du raten, was sie von mir haben wollen. Weißt du, was du da sagst? Ja, aber dieses Passwort. Passwort, ja. Ich kann's nicht sagen. Es ist weg. Es ist einfach weg. Es ist Zeit für die Spritze, Felix. Würden Sie uns nun bitte allein lassen? Bitte, Sie können mich jetzt nicht wegschicken, Felix. Ich kann nicht vorstellen, dass Ihnen der Zustand meines Sohnes entgangen ist. Das, was Sie von ihm haben wollen, werden Sie nicht bekommen. Sagen Sie es ihm, Frau Dr. Tenstedt. Partielle Amnesie. Es kann Monate dauern, bis das Gedächtnis wieder funktioniert.
annehmen, dass die Warterei nicht ganz umsonst war? Sie dürfen. Mit einer Empfehlung von Felix Dennis. Fördern Sie jetzt eine Post? Sie wollen Informationen von mir. Dies ist eine. Ich darf Ihnen hiermit mündlich den Eingang Ihres Ultimatums bestätigen. Dass ich in Ihrem Sinne darauf reagiere, haben Sie sicher nicht angenommen. Ich weiß es aber zu schätzen, dass Sie mir die Kommunikation zwischen uns in der von Ihnen gewählten Weise erleichtern. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Dennison beschreiben? Als nützlich. Da bin ich gespannt, was Sie mir noch zu erzählen haben. Haben Sie doch nichts mehr zu befürchten. Er war nur Kulisse. Und hinter der Kulisse stand ein anderer. Der Freund von der spanischen Insel. Er ist gerissener als Dennison. Und auch gefährlicher. Merkwürdig, wie rasch Sie Ihr Urteil ändern. Ich habe mich geirrt. Wenn Sie an meiner Stelle wären, was würden Sie jetzt tun? Genau das, was Sie im Moment auch tun. Es liegt in der Mitte zwischen Umarmen und Erdrücken. You were a joker in a game you could never win. Sometimes it's hard to hide your pride. She played her move out right to the very end. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand gesagt hat. Sie sind eine miserable Lügnerin. Und Sie glauben, dass Ihnen das die Provision erspart? Das ist hier. Wunderschön. Wirklich. In Ihrem letzten Raubzug? Nehmen Sie es als persönliche Aufmerksamkeit. Denn für die Informationen, die Sie geliefert haben, wäre es rausgeschmissenes Geld. Zahlen, bitte. Sie wollen schon gehen? Ich möchte gern noch mehr von Ihnen hören. Aber nicht hier. Überzeugt? Ich habe getan, was ich konnte. Das glaube ich. Wenn dein Plan nicht funktioniert, Paul, dann werden sie dich bis ans Ende der Welt jagen. Du bist kein Profi. War Felix ein Profi, als er angefangen hat? Was ist mit dir los, Paul?
Warum bist du nicht gekommen? Ich war nicht besonders gut im ersten Anruf. Aber im zweiten? Ich glaub schon. Naja, du hast ihn überzeugt, im Hotel, stundenlang. Willst du mir eine Szene machen oder in den Ring steigen? Du musst noch viel lernen. Ruf mir ein Taxi. Taxi! Taxi! Kann ich dich erreichen? Ich melde mich. Wer sind Sie? No, das werde ich nicht tun. Nicht, wo Sie Ihren Namen sagen. Por favor, wohin? Sie war es nicht, Senor. Sie werden erkälten. Ich nehme ein Taxi. Taxi! Sind wir ein Taxi? Eigentlich nicht. Wir fahren Sie aber trotzdem hin. Ich meine, es hat keinen Zweck, wenn ich Sie was frage. Na, wie geht's uns denn? Ein Verdrückter noch. Sie sind sauber. Sieht ja scheußlich aus. Ich habe Ihnen was mitgebracht.
Letzte Grüße von Dennison. Was haben Sie mit ihm gemacht? Gemacht? Dennison hat Dummheiten gemacht. Er hat sich das Leben genommen. Leider viel zu früh. Deshalb müssen wir uns jetzt an Sie wenden. Ich habe nicht erwartet, dass Ihnen das so nahe geht. Ich mag Ihr Parfum nicht. Na nun. Schauen Sie, wir haben einen reibungslos funktionierenden Geschäftsbetrieb. Ich möchte nicht, dass da irgendwie Sand ins Getriebe kommt. Das ist doch aber wirklich ganz dezent. Sie respektieren unsere Interessen und ich biete Ihnen dafür Sicherheit. Dieselbe Sicherheit, die Sie Felix gegeben haben. Ja? Wir kooperieren gerne mit Leuten, die das notwendige Know-how haben. Ist das ein Angebot? Es wäre schön, wenn Sie sich bald entscheiden könnten. Am besten sofort. Du hast gehört, was er gesagt hat. Sofort. Ich frage mich in der Tat, ob ich Sie richtig verstanden habe. Die Banken tun alles, um ihre Datennetze zu sichern. Wir wechseln täglich die Codes, investieren Millionen, um unsere Speicher gegen unerlaubte Zugriffe zu sichern. Da sind 500.000 auf fast der Pappenstiel und blendend angelegt, als Investition für die Zukunft sozusagen. Ich weiß wirklich nicht, was Sie für Vorstellungen haben. Relativ einfach. Sie ändern Ihr Passwort heute Nacht zwischen 2 und 3. In dieser Zeit wird der Betrag von Ihrer Bank auf die Sicura-Kredit transferiert, auf ein Privatkonto. Einen Tag später wird das Geld dann dort abgehoben. Und wann wollen Sie den Mann verhaften? Der Witz besteht darin, dass wir ihn nicht verhaften. Haben Sie noch mehr solche Witze auf Lager? Wie viele Millionen hat Ihre Bank letztes Jahr in den Wind geschrieben? Durch Datendiebstahl, durch manipulierte Computer? Sie irren sich. Unsere Netze sind sicher. Bei uns gibt es nicht einen einzigen Fall, der öffentlich bekannt geworden wäre. Das stimmt. Niemand hat was erfahren. Es wäre ja auch eine Katastrophe, wenn Ihre Kunden plötzlich das Gefühl hätten, dass sicher geglaubte Konten von einem Hacker verfingert würden. Mir ist absolut unklar, was Sie damit sagen wollen. Es ist immer wieder lehrreich, Menschen zu treffen, die von ihrer Sache überzeugt sind. Ganz meinerseits. Herr Mushake, es gibt 3000 Banken in diesem Land. Warum kommen Sie ausgerechnet zu mir? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich dazu gekommen bin. Mein Großvater war Polizist, meine Mutter ist immer noch. Ihre Mutter? Tatsächlich? Ja, zuerst bei der Zollfahndung, dann Jugendliche und Kinder. Ich habe mir geschworen damals, ich bringe da einen Knoten rein. Schon von der Konstitution her, ich habe eine Achtung wie ein Kanickel. Aber dann war ich plötzlich dabei. Erwarten Sie jemand? Guten Abend. Sind Sie allein? Nur meine Haushälterin. Sehen Sie mal nach. Alles in Ordnung, Theresa, nur liebe Freunde.
Wenn ich das richtig sehe, wollen Sie mir Gesellschaft leisten. Ich will sehen, was Sie können. Fangen Sie mal an. Bitte. Ich habe Kaffee gekocht, Senor. Ist das bien? Sagen Sie ihr, dass sie stört. Vielen Dank, Teresa. Wir machen das schon. Buenas noches. Das wird heute nichts. Machen wir morgen weiter? Heute? Man braucht auch ein bisschen Glück dazu. Manchmal dauert das Wochen. Ich hab Zeit. Er hat was dagegen, dass Sie sich am Fenster zeigen. Ich will nur frische Luft. Und? Zeichen geben? Ist immer so ängstlich? Sie trinken zu viel. Ich brauche das. Okay. Wir können wieder. Komm mal raus. Ich will sehen, wie Sie reinkommen. Was halten Sie von DM 490.307? Das sieht ja nicht so geleckt aus. 420, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
490.000, 100, 200, 300 und 7. Theresa, nimm die Hände hoch. Nimm die Hände hoch. Und keine Tricks. Zieh dich aus. Ich glaube nicht, dass ich ein Typ bin. Zieh die Jacke aus. Wirf sie dahin. Bleib da stehen! Die Schuhe? Jetzt die Hose. Und jetzt? Was glaubst du, was mit deinem Bullen passiert? Weiß Vandenberg, dass Sie hier sind? Vandenberg ist ein Idiot. Der hat deine Nase für Bullen. Ich bin kein Bulle. Und der Besucher von gestern Abend? Und das da? Schau es dir an. Ja? Paul, Gott sei Dank. Hör zu, Paul. Ich werde dir einen Mann beschreiben. Etwa 40. Schlank, Brille. Im linken Ohr trägt er einen Brillanten. Hallo? Hörst du mich, Paul? Ja, Lisa. Ja, Lisa, der Mann ist hier. Lisa! Dann lass dir jetzt nichts anmerken. Dieser Mann ist... Lisa, der Mann ist tot. Wo ist deine Haushälterin? Nicht da. Hast du schon die Polizei angerufen? Nein. Paul, du wirst die Polizei nicht verständigen. Ist das klar? Keine Polizei. Du wirst jetzt die Tür hinter dir abschließen, runtergehen und dir ein Taxi nehmen. Du findest mich in der Klinik Dr. Lorenz. Zimmer 311. Bitte beeil dich. Ja. Thank you.
nichts Erschütterndes. Nur die Begegnung mit einem Mann mit einem brillanten Humor. Komm, setz dich. Du warst offenbar besser als ich. Ich habe ihn getötet. Er hätte dich eiskalt erschossen. Aber warum? Um zu beweisen, dass er klüger ist als Vandenberg. Er hatte Verdacht geschöpft. Mein Talisman, er hat ihn mir abgerissen. E für Elisabeth und P für Palmen. Wenn du willst, auch für Paul. Die Nummer auf der Rückseite? Das ist meine starke Versicherung. Ich habe doch keine Lust, auf dem armen Friedhof begraben zu werden. Was ist, was schaust du mich so an? Tue ich das? Paul, ich werde dir sagen, was jetzt zu tun ist. Du wirst hierbleiben bis um 11. Dann wirst du nach Hause gehen und feststellen, dass deine Wohnung piekfein in Ordnung ist. Du wirst vergessen, dich darüber zu wundern. Denn morgen, spätestens übermorgen, wirst du in der Zeitung lesen, dass auf einer Müllkippe eine Leiche gefunden wurde. Ein Mann mit einem Brillanten im Ohr. Die Polizei wird nach Zeugen suchen, die es nicht gibt. Hast du mich verstanden? Ja doch, ich habe dich verstanden. Was ist? Hast du Skrupel? Zeigst du mir noch mal deinen Talisman? Ich war eben noch bei Musake. Bist du wahnsinnig? Ich habe ihm nichts erzählt, nichts von dem Toten und nichts von deinem Anruf. Ich habe ihm nur die Plakette gezeigt und weißt du, was er gesagt hat? Die Nummer hier auf der Rückseite ist eine Dienstnummer. Der Anhänger sei kein Schmuckstück, sondern der Ausweis einer Spezialtruppe, die nur aus Frauen besteht. Und Groß E und Groß P heißt nicht Elisabeth Pallmann. Sondern? Europolice. Warum sagst du nichts? Warum sagst du nichts? Kannst du mich jetzt bitte alleine lassen? Lisa, in meiner Wohnung liegt ein Toter. Warum soll die Polizei nichts davon wissen? Es gibt keinen Toten in deiner Wohnung. Aber wenn du unbedingt willst, bitte, ruf an. Man wird keinen Toten finden und dich wird man für verrückt erklären. Lisa, was ist Europolice? Es geht mir nicht gut. Ich möchte alleine sein. Rufen Sie mir bitte Dr. Lorenz. Lisa, ich will eine Antwort. Kommen Sie bitte. Paul, es tut mir leid. Ermittlung? Ein Amt, bitte. Bemühen Sie sich nicht, ich finde den Ausgang allein. Ich will sicher sein, dass Sie das Haus verlassen. Wenn Sie bitte was ausrichten. Ja, für Dr. Ruperti. Graugetigerte Katze, weiße Vorderpfoten, Bisswunde am linken Ohr, will ich abzugeben. Ja, das ist alles. Bitte, meine Kunde. Warte, ich hab was für dich.
habe mir Sorgen gemacht, Senor. Du sagtest, du bist zu Hause. Seit wann sind Sie wieder hier? Seit einer halben Stunde. War alles in Ordnung? Ja. Warum fragst du? Ich meine, als Sie nach Hause gekommen sind, ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, Senor. Wirklich nicht? Nicht, Senor, nada. Gut, ich nehme ein Bad. Doch, Senor! Mein Teppich ist nicht mehr da! Verstehen Sie was von Teppichen? Wenig. Aber ich. Ich weiß ja, dass Sie mich lieber von hinten sehen. Darf ich trotzdem rein? Bitte. Soweit ich mich erinnere, hat er hier gelegen. Ihr Pech, dass mein Gedächtnis noch so gut funktioniert. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sag ihm, wo wir das Prachtstück gefunden haben. Auf einer Müllkippe. Sag ihm bitte auch, was wir sonst noch gefunden haben. Eine männliche Leiche. Diese hier. Wissen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? Tut mir leid, ich muss Sie enttäuschen. Aber vielleicht haben Sie eine Erklärung, wie diese Leiche in Ihren Teppich und Ihr Teppich auf die Müllhalde kommt. Wenn ja, bin ich ein begeisterter Zuhörer. Wenn nein, dann legen Sie jetzt bitte beide Hände auf den Rücken, damit ich Sie nicht dorthin biegen muss. Senor, der Herr von der Reinigung ist da. Ihr Teppich, Herr David. Hat ein bisschen länger gedauert. Wo soll ich denn hintun? Danke, ich mach das schon. Ich gebe ja zu, die sehen sich sehr ähnlich. Haben Sie sonst noch was, was zur Reinigung muss? Nein, danke. Ihr schlechtes Gewissen vielleicht. Herr Franznick, dürfte ich Sie bitten, den Irrtum wieder zusammenzuräumen? Der Punkt geht an Sie, David. Nur sollten Sie sich keine Illusion machen. Ich bin unerhört zäh. Und irgendwann sind Sie dran. Das verspreche ich Ihnen. Dinge, über die ich nicht reden kann, Paul. Auch mit dir. Es genügt mir, wenn du mir zuhörst. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von einer Spezialeinheit, die nur aus Frauen besteht. Die Geschichte von Europolis. Von welcher Tante hast du das Märchen? Osake? Es sind Frauen, die als verdeckte Agenten arbeiten. Mit dem Auftrag, in kriminellen Organisationen Fuß zu fassen, um an die Hintermänner zu gelangen. Weiter. Frauen, denen man auch beigebracht hat, über Leichen zu gehen. Falsch, was ich sage? Ist es falsch, was ich sage? Nein. Diese Frauen sind skrupellos kalt und berechnend. Sie tragen schwarze Strapse und in jedem Straps eine versilberte Browning, Kaliber 7,65. Sie haben Taekwondo gelernt und Jiu-Jitsu. Aber vor allem haben sie gelernt, mit dem Risiko umzugehen. Allein, ohne Hilfe. Kein Kontakt zum Auftraggeber und zu den Behörden. Es sei denn im äußersten Notfall. Zum Beispiel, wenn eine Leiche verschwinden muss. Ja, zum Beispiel. Wenn die Identität einer solchen Frau bekannt wird, dann ist das ihr Todesurteil.
Genügt dir das endlich? Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Etwa 40% aller Agenten verschwinden, ohne dass man sie jemals wiederfindet. 20% steigen vorzeitig aus. Der Rest schlägt sich auf die andere Seite. Zahlen können stimmen. Wie weit gehst du für deine Auftraggeber? Es gibt keine Vorschriften, wenn du das meinst. Was zählt, ist das Ergebnis. Das ist keine Antwort. Ich möchte wissen, wie weit du gehst. Frau Pallmann, Sie werden erwartet. Wir werden uns jetzt eine ganze Weile nicht sehen. Erlauben Sie? Wie ist das passiert? Eine defekte Stufe. Ich bin ins Leere getreten. Ein Unfall also. Was dachten Sie? Ich hoffe, dass Ihnen die Blumen gefallen. Ja, wirklich wunderschön. Und warum sind Sie hier? Für den Fall, dass uns jemand belauschen möchte. Ihre Begegnung mit David? Er meint, dass es schwierig wird. Merkwürdig. Wenn man bedenkt, dass Dennison schon fast am Ziel war. Finden Sie? Ich hatte nicht den Eindruck. Und Dennison war nur ein Komparse in der Kulisse. Der Kopf ist David. Das waren Ihre Worte. Warum haben es Ihre Leute so eilig? Ich weiß nicht, von welchen Leuten Sie sprechen. Von der Firma auf den Bahamas, die Ihnen Ihre Aufträge erteilt. Und von dem Firmenchef, der Ihnen die schlaflosen Nächte bereitet. Kennen Sie etwas Schöneres als die Bahamas? Ich gehöre zu jenen Menschen, die Enttäuschungen schwer verwinden. Das fasse ich als Geständnis auf. Nicht als Drohung. Sie haben die Wahl. Vielen Dank für die schönen Blumen. Gehen Sie nicht ran. Hallo? Paul? Sie sind der Senior Vandenberg? Die sind beide hier, Senior Vandenberg. Theresa, ich bin's. Hallo, Chef, hier ist Sischka. Alles in Ordnung, wir haben hier Stellung bezogen. Ja. Hallo? Warum hat denn der aufgelegt? Por qué? Por qué? Pregunte usted. Uhr, Paul David kommt mit seinem Hund nach Hause. Nichts Besonderes. Du hast Besuch, Senor. Wir sollen dir ein bisschen Gesellschaft leisten. In der Stadt sind keine Zimmer mehr frei. Herzlich willkommen. Tun Sie sich keinen Zwang an, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Aus! Sei schön brav. Das sind ganz liebe Onkels. Guck mal, wie lieb die sind. Schön brav.
Butter. Diddle? Diddle! Wo hast du dein Herrchen gelassen? Na, komm erst mal rein. Diddle. Diddle, du Dreckschwein, runter vom Bett. Was ist denn das für ein Halsband? Wieder über die Mailbox. Schicke bitte Titel nach Hause. Und, Titel! Ist das Absicht, dass die Karte keine Preise hat? Das ist die Damenkarte, mein Herr. Macht das Ihnen was aus, mich als Mann zu behandeln? Zur Feier des Tages und weil Sie mein Gast sind, wie wär's mit Hummer? Wo steht er? Unten links. 14,80. Na schön, lass ihn noch angehen. Pro 100 Gramm. Lebendgewicht. Je einen halben, eine Flasche Mousseau. Wenn es ihm recht ist, einmal im Jahr. Ushake. Ich weiß doch genau, dass Sie sich diesen Ausflug nicht leisten können. Lassen wir doch das Versteckspiel. Warum schleppen Sie mich ausgerechnet hierher? Zunächst einmal will ich, dass Sie mit mir meinen Geburtstag feiern. Oh, tut mir leid. Naja, mein herzlichen Glückwunsch. Danke. Und dann würde ich gerne ein bisschen nachdenken. Gemeinsam mit Ihnen, wenn es leicht ist. Über Paul zum Beispiel. Sie meinen Paul David? Ja, ich meine Paul David. Interessant, dass Sie ihn schon beim Vornamen nennen. Ich bin überzeugt, dass Sie ihn zu Unrecht verdächtigen. Ushake, Sie sind doch Polizist genug, um zu wissen, was Überzeugungen wert sind. Ich tue das, was ich immer getan habe. Ich sammle Beweise. Wenn es Beweise für seine Unschuld sind, bin ich auf Ihrer Seite. Aber ich nicht auf Ihrer. Ich habe 2 Mordfälle aufzuklären. Und was Sie mir dazu geliefert haben, Seifenblasen. Plus ein kanadischer Hummer und ein hochinteressanter Mousseau. Gut so. Auf Ihr Wohl.
Auf Ihren Geburtstag. Ich muss Ihnen trotzdem die Laune verderben. Schaffen Sie nicht. Heute nicht. Wir sollten auch aufhören, über unseren Beruf zu reden. Morgen. Spätestens übermorgen, wenn Sie einen Schrieb bekommen von der Etage über uns. Ist gestern schon angekommen, der übliche Vordruck. Wir wünschen Ihnen etc. etc. Nun hören Sie doch mal hin, was ich sage. Es wird eine Dienstanweisung sein. Sie sollen sich raushalten aus diesem Fall, ohne Wenn und Aber. Sagten Sie morgen? Ja, morgen. Morgen erreicht mich nichts mehr. Ich bin seit heute im Urlaub, wenn es Ihnen recht ist. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Uhr, Paul David verlässt in Begleitung eines unbekannten Mannes das Haus, erreicht einen hellen Mercedes, dort wartet ein weiterer Unbekannter. Darf man fragen, wo es hingeht? Fragen dürfen. Polizeiliches Kennzeichen des Mercedes Frankfurt, Bertha Otto, 2418, letzte Ziffer kann auch eine 3 sein. Sicher, dass wir richtig sind? Immer geradeaus. Hallo, Lisa. Erstaunlich, wie schnell man aus der Übung kommt. Schön, dass du da bist. Hast du diesen Treffpunkt aufgesucht? Ich dachte, wir üben ein bisschen. Das schlacht dir aus dem Kopf. Du kommst lebend sonst nicht mehr raus hier. Nimm den Schallschützer. Ich sehe, es geht Ihnen schon besser. Kommen Sie bitte. Das ist die Zentraldatei. Das sind die Filialen. Jede Filiale ist mit der Zentrale verbunden. Jede Filiale gibt Daten an die Zentrale ab. Jede Filiale ist in der Lage, Daten abzurufen. In welcher Bank reden Sie? Aus dem zentralen Speicher. Ich rede von keiner Bank. Wovon dann? Ich rede von Wiesbaden. Ich rede von der Datenbank im Bundeskriminalamt. Soviel ich weiß, ist das kein x-beliebiges Datennetz. Kein x-beliebiges? Ja, alle Informationen, die zwischen den Ämtern ausgetauscht werden, sind kodiert mit dreifachem Passwort. Das heißt, Sie schaffen es nicht. Wenn ich es schaffen soll, dann brauche ich Zeit. Wie viel? Ich brauche Zeit zum Nachdenken, zum Ausprobieren. Und ich schaffe es nur, wenn Sie mich in Ruhe lassen. Was sollen Ihre Aufpasser in meiner Wohnung?
aufpassen, dass Ihnen niemand die Ruhe raubt. Es gibt nämlich nur eine Handvoll Leute, die das Know-how hat, in ein solches System hineinzukommen. Sie sind so einer. Wer sagt das? Lisa. Und Sie wissen, ich frage nur einmal. Also gut. Nehmen wir mal an, ich schaff das und komm rein. Welche Daten wollen Sie? Die personenbezogenen. Die Personendatei. Für Ihr Familienalbum? In etwa. Zunächst mal alles, was vorbestraft ist und gerade frei herumläuft, mit einer reellen Chance, rückfällig zu werden. Sie können mir folgen? Langsam, ja. Dann alles, was zurzeit in Haft ist, mit den Einweisungs- und den möglichen Entlassungsdaten. Dazu eine genaue Beschreibung Ihrer Delikte. Das heißt, Ihrer speziellen Fähigkeiten. Stehlen und Morden. Etc. Und alles, was steckbrieflich gesucht wird. Alle, die Sie gerne hätten. Und auch da wieder die ganze Skala, Paul. Gewaltverbrecher, Wirtschaftsverbrecher, Drogenhändler und Taschendiebe, Einbrecher und Betrüger, Zuhälter und Falschspieler, Trickdiebe und Geldfälscher. Aber immer die erste Wahl. Wir haben uns verstanden. Ich brauche die Spezialisten mit den speziellen Begabungen. Zum Aufbau einer Verbrecherarmee. Zum Abbau der offenen Stellen. So, und hier läuft alles zusammen. Und dann ab durch die Mitte. Auf einen Kubikmeter Raum über eine Tonne Draht. Millionen von Lötstellen. Ich meine, gezählt hat die natürlich noch niemand. Wenn Sie mit Frankfurt telefonieren, fängt hier irgendwo ein Relais an zu tickern und schickt die Impulse los. Und hier ist irgendwo ein Draht, der das Landeskriminalamt mit dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden verbindet. Na, suchen Sie mal. Und wenn ich die Leitung finde? Ausgeschlossen. Wenn Sie nicht genau wissen, wo und genau wissen, wie, können Sie 20 Jahre lang suchen. Und dann haben wir Glasfaser. Und dann läuft überhaupt nichts mehr. Die Chancen stehen 1 zu 5 Millionen. Bitte nur mal angenommen, nur als Hypothese. Ich habe die Leitung gefunden, die zwischen BKA und LKA, ja? Und dann? Dann klemme ich einen Sender dran und einen Mini-Verstärker. Und dann? Dann kann ich irgendwo hingehen und warten, bis es positiv macht. Und dann? Und dann? Sie haben vielleicht Vorstellungen. Es erlaubt Ihnen kein Mensch. Wir haben Fernmeldegeheimnis. Gesetze. Aber Verbrechern würde ich mich doch um sowas nicht scheren. Wieso Verbrechern? Das ist hier vom LKA. Ja, natürlich. Reine Theorie jetzt das Ganze. Aber auf diese Weise könnte man doch die Daten vom BKA abzapfen, oder? Das nützt Ihnen auch nichts, weil die Leitungen mit den BKA-Signalen täglich neu geschaltet werden. Heute ist es die Leitung, morgen die, übermorgen eine da oben. Und die Pläne, nach denen geschaltet wird, liegen zigfach gesichert in einem Panzerschrank. Die kenne ich nicht mal. Ich bin wirklich hingerissen, wie sicher Sie sind. Tja, das ist die Post. Wie viele Leute wissen eigentlich, wie das hier funktioniert? Also wenn ich Sie dazu zähle, sind es 6,5. Vorsichtig. Und pass auf, wenn du über die Straße gehst. Hast du gehört? Was spinnst du? Mit wem hast du geredet? Mit niemand. Nur mit dem Hund. Ha, ha, ha. Steck die Pistole weg und setz dich her zu mir. Ich erklär's dir. Weißt du, was ein richtiger Hund ist? Der versteht einfach alles. Ich meine, fast alles. Jedenfalls, was er muss, das versteht er. Kenn mich nicht mit aus. Hab nie einen Hund gehabt. Darum erkläre ich es dir ja. Pass auf. Dittel, bring dem Onkel die Maus.
Ja, die Maus, dem Onkel. Na, was sagst du jetzt? Er versteht alles, was man ihm sagt. Und sag ihm, dass er mir nicht mehr in die Schuhe pinkeln soll. Oh, Diddle, hast du dem Onkel wirklich in die Schuhe gepinkelt? Weißt du, was das bedeutet? Das ist Hundesprache. Ein Sympathiebeweis. Was? Ja, Prosio würde er nie in die Schuhe pinkeln. Prosio mag er nicht. Sag, ob du Prosio magst. Siehst du, er mag ihn nicht. Es kommt natürlich davon, wenn man vom Pinkeln redet, dann muss er natürlich. Wo willst du hin? Gassi, du bleibst hier. Warum denn? Weil es ein Trick ist. Ich kenne dich mittlerweile ein bisschen. Bitte, wenn du unbedingt allein gehen willst. Titel, der Onkel geht mit dir, Gassi. Ist da. Bringen Sie ihn rein. Wer sind Sie? Tut mir leid, Chef, mehr war nicht. Sagst denn? Prosio, der Kerl da. Das ist Prosio. Prosio, der Bariton. Ein heruntergekommener Sänger. War mal rechts außen bei den Turmanern. Bei dem sind mindestens 3 Jahre Zuchthaus fällig. Ruf Musaka an, damit er sich's anschaut. Musaka ist doch im Urlaub. So, na schön. Dann darf er sich freuen, wenn er zurückkommt. Mir scheint, dass Sie einiges durcheinander bringen. Ich habe mich nie bei Ihnen beworben. Sie wollten, dass ich für Sie arbeite. Einen Lebenslauf haben Sie nie verlangt. Das war vielleicht ein Fehler. Aber Sie hätten ohnehin gelogen, nicht wahr? Haben Sie mich deswegen hierher geholt? Ich möchte Sie warnen. Wenn ich auch nur den geringsten Anhaltspunkt dafür habe, dass Sie nicht für uns arbeiten oder an uns vorbei oder gegen uns. Warum sprechen Sie nicht weiter? Weil ich Ihrer Fantasie nicht vorgreifen möchte. Wie weit sind Sie mit Ihrer Arbeit? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Zeit brauche. Hallo, Paul. Wie du siehst, mache ich Fortschritte. Ich sehe es. Unser nachdenklicher Freund möchte gerne wissen, was uns so misstrauisch macht. Ich weiß von Dennison, dass er wesentlich weiter war. Tatsächlich? Hat er dir eine Gebrauchsanweisung gegeben? Oder ein Rezept hinterlassen?
Ich kenne keins. Und ich habe auch keins gefunden. Immerhin haben Sie gesucht. Was verschweigen Sie uns? Du solltest nicht damit rechnen, dass Felix Geheimnisse vor mir hat. Er hat mir fast alles erzählt. Fast alles? Fast alles heißt, dass es zwecklos gewesen wäre, mit mir über technische Details zu sprechen. Davon verstehe ich nichts. Wir hatten außerordentlich viel Geduld mit Ihnen, finde ich. Wir sollten allmählich ans Abschied nehmen denken. Rosio, Sie wissen sicher einen Weg, wie man das kurz und schmerzlos macht. Ich finde, wir sollten ihm noch eine Chance geben. Rosio bringt sie. Sie hören von mir. Das ist müde aus. Einen Monat und ich habe mich an Sie gewöhnt, Brosio. Wie lange sind Sie schon bei der Firma? Ich habe nicht nachgerechnet. Aber Sie fühlen sich wohl, ja? Danke, Rudi, bis nächsten Mittwoch. Ja, servus. Ich glaube, wenn Falkenberg sagen würde, hack dir den Finger ab, Sie würden es tun. Das wird er nie sagen. Er liebt meine Finger. Haben Sie wirklich den Nerv dazu, mich umzulegen? Sie müssen sich das abgewöhnen. Sie fragen zu viel. Hat mir Schwimmen als Bewegungstherapie verordnet. Ich glaub dir jedes Wort. Vandenberg ist ein wirklicher Gentleman, findest du nicht? Ja, ja, er ist unwiderstehlich. Gut, zuerst hatte ich auch gewisse Schwierigkeiten, aber dann, wenn man ihn besser kennenlernt, er hat seine Qualitäten. Nicht wahr, Brosio? Langsam bin ich auch davon überzeugt. Was ich am meisten an ihm bewundere, ist seine Witterung. Er hat ein untrügliches Gespür für Leute, die ihm gefährlich werden können. Finden Sie nicht, Brosio? Ja, hat er. Und sicher hat er auch ein Gespür für Frauen. Ich habe Durst. Trinkst du einen Schluck mit mir? Ich dachte, dein Arzt hat dir Schwimmen verordnet. Die Karte, bitte. Ich kann Ihnen unsere Fruchtcocktails empfehlen. Sie werden immer gern verlangt. Unten rechts. Und die Dame, bitte. Ein Gin Tonic. Und Sie? Ich auch. Sie nicht so nervös sind wie Ihr Kumpel. Ich weiß nicht, von wem Sie reden. Ich zeig's Ihnen gleich. Hallo, Sonja, ziehen Sie mal an.